Der Lokalcowboy im Café Pitschka. Ich sitze in einem Jugo-Lokal und bin happy. Die Musikbox ist laut, die Noten sind schrill, die Schnapsläufe still und ein Pudel bellt und bellt und bellt. Obwohl ich happy bin, habe ich einen zahnroten Steifen. Und warum? Keine Note ist verfügbar. Alle haben Handykunden zum Sauffüttern. Plötzlich steht ein 2-Meter-Zuhälter auf, marschiert auf meinen Tisch zu, bremst sich knapp vor der Tischkante ein, beugt sich herab und sagt brummbeerstimmig zu mir: Du haben Steifen, ich sehe ihn in deine Augen. Du wollen ficken? Bester, keine von deine Bahner hat Zeit. Siehst du es nicht? Dann alle fleißig Hallo von ihnen. Antworte ich spöttisch und knirsche mit den Zähnen. Keine Angst, das ist nur Scheiße. Mir fallen diese Worte nicht ein. Wie heißen? Propaganda! Lautet meine Wortspende, die kein bisschen leiser war als der Lockruf eines Marktschreiers. Ja, richtig, du sagen, richtig, ist nur Propaganda. Du bist gescheiter Mann, komm, wir machen Geschäft, gute Geschäft. Ich mache dir super Preis. Meine Mädchen sind best im Bett. Was kostet der Gebläse? Frage ich, wie aus der Pistole geschossen. Abrupt verstummt der süßholzraspelnde Brummbär und sucht haarkratzend nach Worten. Doch schon nach wenigen Sekunden endet seine Kopfarbeit und er erwidert eiskalt wie ein Kredithai. 10 Euro kosten, Grosset Französisch, du wollen? Alter, ich hab hasse 9 Euro einstecken. 3, Becki fürs Göserflaschau, bleib mal 6 Eier, vergiss den Deal. Nix Angst, Kreuzer wichsen gut für 6, entgegnet er schlagfertig. Das Sexangebot klingt nicht schlecht, denke ich mir und greife mir grübelnd an die Stirn wie Inspektor Columbo. Was du denken, ist nix teuer. Kreuzer, wichsen fantastisch, ich wissen. Du können sitzen 1 Stunde in Klosett, keine Problem. Gib 2. Kabine für Scheißen. Liebeskabine, ich garantieren, ist picobello. Brummt mir der übergroße Jugostrizi ins linke Ohr. Der Angebot ist super günstig, keine Frage. Was sagt das ehrlich, wie es ist? Ich versorge lieber die 6 Euro. Bei Wichsen kann ich mir selber auch an. Und glaube mir, auf dem Gebiet bin ich Worldmaster, lautet meine lautstarke Rechtfertigung. Mit beleidigtem Gesichtsausdruck, seine schlecht gespielte Leidensmine wirkt auf mich lächerlich, schreitet der 2-Meter-Beitschallbub zu einem Notentisch. Ich mache einen Riesenzug aus der Bierflasche und stelle sie leer auf die Tischplatte, zünde mir eine Marlboro Lights an und starre vor mich hin. Sehe ich richtig oder spinne ich? Bin ich noch klar im Kopf oder leide ich an Bierhalluzinationen? Aber nein, es ist wahr. Ich täusche mich nicht. Das Schauspiel vor meinen Augen ist leibhaftig wie mein Aschenbecher. Eine zierliche Hure. Vielleicht ist das Goritzer wichst wie besessen, schneller als ein onaniersüchtiger Zooaffe. Beidhändig den Unterarm großen Schwanz des laut und geil brummenden Glasett-Zuhälters. Der grinst dabei wie ein frisch lackiertes Hutschpferd und... Ich komme aus dem Staunen nicht heraus, zeigt mir mit hoch erhobenen Armen 6 gespreizte Wurstfinger. Ich schaue erzürnt in den Aschenbecher, dämpfe meinen Sargnagel aus, erhebe mein Löwenmähnenhaupt und brülle gleich einem wahnsinnigen Burgtheaterschauspieler: Ich möchte noch eine Flasche Gösser und einen Blasengel umsonst! Urplötzlich hört der Pudel zu bellen auf, das Bum-Bum-Liedchen der Musikbox verstummt so rasch, als hätte jemand brutal den Stecker aus der Dose gezogen. Ja, sogar die redseligen Handyhuren sind jetzt mucksmäuschenstill und die Schnapsäufer wirken scheintoter als zuvor. Komisch, auch der gewichste Lokalriese und seine Handarbeiterin Goritzer hocken wie versteinert auf dem Blühsofa und schweigen wie ein Grab. Ich komme mir vor, als säße ich in einem Wachsfigurenkabinett. Scheiße. Ich bin selber schuld, dass hier die totale Lähmung herrscht. Stinkfade Sekunden vergehen. Doch auf einmal das Wort Zirkus fällt mir blitzartig ein. Springt die blondinblonde Kellnerin wie ein Känguru über die Bar, landet Stöckelschuh donnernd unter meinem Tisch, verwirrt, schüttle ich den Kopf, kriege ihm nur Stielaugen und ruckzuck reißt sie mein Hosentüll in 2. Perplex, glotz ich bergab. Das springfidele Serviermädchen umarmt mein baumsteifes Glied und lutscht und saugt und schleckt und nuckelt, das einem Hören und Sehen vergeht. Ein Blasengel ohne Gleichen, murmle ich bewundernd vor mich hin, doch ohne Warnschrei spritz ich ab.
Spermaliter für Spermaliter schluckt die Kaffee-Pitschka-Kellnerin und schmatzt und gronzt dabei wie ein futtergeiles Stallschwein. Lobend streichle ich ihr Lockenköpfchen und flüstere in Richtung Erdboden. Schluck, Susi, wenn ich mit den Spritzen fertig bin, bringst mir das Flaschel größer, das, was ich bestellt hab, und mach da Melange, bis du eingeladen, weil du leibend bist.